Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Faktenvideo. Und heute will ich euch mal 5 geheime Fakten über Luigi vorstellen, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Ich versuche wirklich Geheime rauszusuchen. Und ja, Leute, am Titel habt ihr wahrscheinlich schon erkannt, dass nicht alle von diesen Fakten so fröhlich und lieb sind. Deswegen lasst uns direkt beginnen mit dem ersten Fakt. Viel Spaß! Der gute Mario sowie auch der gute Luigi verlieren ja in ihren Videospielen ab und zu ihre Leben. Aber das sind ja nur One-Ups. Also ihr richtiges Leben haben sie ja noch nie verloren. Obwohl sie von Bowser zertreten werden oder in Lava fallen. Denkt ihr, denn Luigi ist schon gestorben, Leute. Jetzt haltet euch fest. Und zwar im Spiel Castlevania Lords of Shadow, was 2013 erschienen ist für den Nintendo 3DS, PS3, Xbox 360. Dort stolziert man wie in vielen Castlevanias in dunklen Gefilden rum. Und in einem Rohr, ja Leute, ein Rohr, was auch ziemlich verdächtig ist in diesem dunklen Bereich, liegt ein toter Körper. Und dieser toter Körper hat eine Schriftrolle dabei. Und was da drin steht, zeige ich euch jetzt. Ja Leute, hier steht es, dass er in das Rohr geklettert ist. Und er redet sogar über seinen Bruder Mario. Er sagt, dass die Rohre verrostet sind und dass hier sogar Pilze wachsen. Und er sagt, dass nicht alle Pilze gut aussehen. Und er fragt sich, was passiert, wenn er vielleicht einen isst. Und genau das ist, glaube ich, auch passiert. Er hat dort einen Pilz gegessen, Luigi, und ist dort verstorben, Leute. Ja, Leute, natürlich ist das nicht offiziell von Nintendo, aber ein Easter Egg, was ziemlich lustig ist und den Tod von Luigi zeigt. Fakt Nummer 2 ist, Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon, wenn ihr das Video von Akata geguckt habt, ich verlinke es mal in der Videobeschreibung, da redet er über das Gesicht vom Shy Guy, und zwar der einzige Charakter aus dem Mario-Universum, von dem wir bis jetzt wissen, dass er das Gesicht gesehen hat von dem Shy Guy, ist Luigi. Und zwar, wenn der Shy Guy gewinnt, will Luigi ein Trophäe übergeben und der Shy Guy fällt bzw. stolpert über die Treppe und fällt dann hin, seine Maske fällt runter, Luigi sieht es und danach sitzt er einfach nur noch geschockt in der Ecke, Leute. Was hat der gute Luigi da gesehen? Das ist die Frage, die sich viele Fans immer noch stellen. Eine Theorie aufgrund des Outfits von den Shy Guys ist, dass es ein junger Link ist bzw. ein Dämon von Link. Wusstet ihr, dass vor New Super Luigi U Luigi schon einmal ein eigenes Abenteuer hatte, wo er Bowser besiegt hat? Und zwar in den Spiel Mario is Missing wurde Mario von Bowser entführt. Bowser hatte da auch so einen komischen Anzug an, so ein Schwert und alles. Und das sah alles komisch realistisch aus, diese Burg. Und als Luigi dann an der Burg angekommen ist, wo Bowser seinen Wohnsitz hat, bringt er über Bowser rüber, zieht ihn seinen Panzer ab, was schon eine Demütigung ist, glaube ich, für Bowser, denn er steht dort in einer gepunkteten Unterhose. Dann schmeißt er den Panzer weg auf respektlos und danach tritt er Bowser in den Arsch und Bowser fällt wirklich runter in den Schnee, nackt. Wusstet ihr, dass Luigi für Yoshi seine Mutter ist? Ja, Leute, denn im Cartoon wurde das richtig gehighlightet. Da ist Luigi in eine Höhle gefallen und ist gegen komische Blöcke gesprungen. Und auf einmal war denn dort Yoshi, der Hilfe brauchte. Und natürlich hat Luigi ihm geholfen. Und seitdem haben sie eine wirkliche Mutter-Kind-Beziehung. Und Luigi sträubt sich dagegen auch gar nicht. Er nimmt das einfach so an, sorgt sich um Yoshi. Außerdem werden sie öfter als das Green Team betitelt. Für den letzten Fakt von heute habe ich ihn etwas lustigeren rausgesucht, um das Video lustig zu beenden. Und zwar in Mario-Spielen kriegt ja Mario immer den Kuss am Ende von Peach. Aber Leute, es ist auch so, wenn du mit Luigi oft Peach rettest, kriegst du auch den Kuss. Also es ist nicht so ein Privileg, wie Mario denkt. Und zwar gab es sogar einmal eine Situation, da hat Luigi mehr Küsse von Peach bekommen als Mario. Und das Ganze noch vor Marios Augen. In Mario und Luigi Paper Jam gibt es am Ende auch nochmal so eine Situation, wo es Küsse gibt. Und da kriegt Mario auf die eine Wange einen Kuss von Peach. Und Paper Mario kriegt auch einen auf die Wange von Paper Peach. Und der gute Luigi kriegt vor Marios Augen von den beiden einen Kuss auf die Wange, Leute. Und es wirkt wirklich so, als wenn Luigi dort der Mittelpunkt ist. Irgendwie ganz komisch, Leute. Egal. Mario wird das schon irgendwie verkraftet haben. Ja, Leute, das waren 5 Fakten zu Luigi. 5 kleine Geheimnisse, die nicht so bekannt sind. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch nicht wusstet. Ich bin damit raus, Leute. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.